Servus zusammen, es ist Freitagabend. Wir haben den 11. Oktober und zwar 17:29 Uhr. DAX ist momentan bei 15.458. Dem DAX komme ich gleich. Ich muss das hier ganz kurz vorher loswerden. Mir ist nämlich da was aufgefallen. Meine Filme werden verteilt über Facebook, Instagram, LinkedIn, Finanzen.net, Investing.com. Das ist jetzt zum Beispiel hier Facebook. Und wenn ihr den da seht und klickt drauf, passiert Folgendes: Dann kommt ihr direkt auf den Film. Und seht nur den Film. Manchmal so dargestellt, dass ihr da irgendwie auf Facebook landet, manchmal aber auch nicht. Ich empfehle dringend, einfach mal hier drauf zu gehen, auf den Reiter, Servus, weil Salve und dann. dann kommen nämlich auch die Filme, die ich zwischenzeitlich gemacht habe. Ich mache immer, oder ich versuche immer mittwochs und freitags einen DAX zu machen. Ich weiß aber nicht, ob ich am Dienstag einen Film mache oder am Donnerstag. Ich weiß nicht, ob er bei Gold ist oder Nasdaq oder Dow oder Einzelwerte, keine Ahnung. Mir ist es halt nur aufgefallen, weil der wurde relativ wenig gesehen. Und manchmal, den hier zum Beispiel, das letzte Seminar, den stelle ich natürlich nicht auf Finanzen.net oder Investing.com. Ja, den stelle ich vielleicht auf Facebook rein. Also guckt da einfach mal drauf und dann kriegt ihr auch eine Nachricht, dass es hier irgendwie einen neuen Film gibt. Nicht, dass ihr den verpasst, falls ihr Salve, Salve und ihn du. dann nicht seht. Dann ist noch eins, hat mich einer gefragt, neulich, wieso es jetzt immer Herzchen gibt. Ich habe das so verstanden von YouTube, wenn ihr mir eine Frage stellt und ich beantworte die mit Herzchen und schreibe eine Antwort drunter, dann seht ihr das irgendwo, kriegt ihr eine Nachricht von Facebook. Ja, nur, dass ihr das wisst. Also nicht, weil ich euch ganz besonders lieb habe, sondern es ist einfach, weil dann wisst ihr, ah, der hat auch geantwortet. Und ich versuche ja alles zu beantworten, was ich irgendwie kann. Es sei denn, es ist völliger Blödsinn. Gut, das ist der DAX hier. Ich finde, das ist auch die Überschrift. Das ist schon sehr sorglos hier gehandelt, finde ich, ist meine Meinung. Als ich, das war Freitag hier, als ich dann am Wochenende das erfahren habe, was der unten am Gazastreifen tut, habe ich gedacht, oh, jetzt machen wir mal die 14.800 voll. Ich bin, und offensichtlich nicht der Einzige, doch schon ziemlich überrascht über diese Stärke hier. Nicht nur DAX, das war auch gestern Frankreich, das ist Nasdaq, das ist Dow. Es überrascht mich, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe ein paar Kriege an der Börse mitgemacht, Irak 1, Irak 2 und. Das lief irgendwie ein bisschen anders ab. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich habe fast keine Position. Ich habe ein paar Puts, das sind so 16.050er irgendwo da oben. Aber ansonsten habe ich einen Cash-Gegenwert von 90% im Depot. Ich will das nicht machen, hier eine zu große Position zu haben. Es kann dann sowas passieren, dass man in so eine Fresenius reinrennt mit, die waren glaube ich heute minus 17%, aber auch so ein absoluter seit Jahren Spitzenwert wie LVMH. Ja, also innerhalb von Minuten verlor der von 735 auf 700 gestern Abend mit den Zahlen. Es kommen viele Zahlen. Das fängt nächste Woche an. Ich meine, der erste Wert ist Deutsche Börse. Das müsste am nächsten Mittwoch sein. Schaut da mal dran. Das sind die Quartalszahlen. Bei der Börse wird es ja wahrscheinlich nicht so viel zu tun, aber dann kommen Autos, dann kommt SAP, dann kommt Deutsche Bank und wie sie alle heißen, das geht jetzt wieder los. Hier zum DAX. Am Freitag war ich der Meinung, wir sollten wenigstens die 20-Tage-Linie sehen. Die haben wir gesehen und heute sogar leicht überboten. Ich habe mal diesen ganzen Fibus, die ich hier drin hatte, rausgenommen, um euch den Chart ein bisschen klarer zu machen. Wir haben nach wie vor diese beiden, na, ich sag's mal, Leitplanken. Da sind wir dran. Wenn ich jetzt immer den oberen nehme, kann ich hier auch mal ein bisschen mit rumspielen. Einmal hier, einmal da. Und ziehen wir mal die Fibos an. Nur, dass ihr die Zusammenhänge besser seht. Hier drauf gedrückt. Dieses obere Kästchen hier, das kommt vom Chart hier, von diesen Punkten hier. Das kommt von den Fibos, jetzt, die wir haben, von der Abwärtsbewegung. Ist das jetzt das 38er bei 15.567? Das ist also eine ziemlich fette Marke. Hier oben drüber liegt auch die 200-Tage-Linie. Da haben wir die 20-Tage-Linie jetzt heute überboten. Und nehme ich das hier mal raus. Und das ist schon eine Macht hier. Ich glaube nicht, dass der da so einfach durchgeht. Nochmal, also ich behaupte, der Handel ist hier ziemlich sorglos. Das macht mich eher ein bisschen vorsichtig. Deswegen habe ich also auch kaum Aktien oder Turbos oder was auch immer. Ich halte mich relativ zurück. Wenn, spiele ich während des Tages. Heute war das mal zum Beispiel eine Bayer, die ging von morgens einfach hoch. Ab und zu auch mal irgendwas im DAX. Dieser Bereich hier,
zwischen, was ist denn das hier genau? Das ist die 15.478, war aber dran, sogar ganz leicht drüber. Wir sehen es gleich nochmal in den kürzeren Zeiteinheiten. Hoch bis zu 15.567 ist für mich schon eine wirklich fette Mauer. Ich glaube nach wie vor, wir bleiben für die nächsten Tage innerhalb dieser Range. Von der Technik her gelten wir als positiv. Und das ist natürlich die Frage. Als reiner Techniker muss ich sagen, ja, der kriegt es mir egal, die Technik ist positiv. Das kann ich aber nicht. Das geht nicht. Wäre jetzt hier eine Bundestagswahl davor, dann wäre das was anderes, ja. Aber da unten, das kann jederzeit eskalieren und dann kann auch der Iran rein oder Saudi-Arabien oder die Amis werden mit reingezogen. Gefällt mir gar nicht. Die 4-Stunden-Zeiteinheit, da gelten wir auch schon als ziemlich hoch. Hier über den Oszillator. MACD wird ganz, ganz wenig leichter oder weicher, sagen wir es mal so. Finde ich schwierig. Vielleicht erinnert ihr euch, am Freitag habe ich gesagt, ich habe ja noch Teile von dem Sparplan offen, und zwar die Hälfte. Da habe ich den Stop jetzt aber rangezogen. Und zwar hier, das habe ich schon am Freitag gesagt, bei 15, wenn wir den 15.516 überbieten, ich habe da noch 50 Punkte Platz gelassen, also 15.570, dann werden die, die ich nicht gekauft habe, zugemacht. Dann bringen die halt nur 500 Punkte. Na gut, und die anderen waren bei 1100. Ja, also bin ich auch bei 800 Punkte plus. Aber ich muss die dann ja zumachen, weil es kann schon sein, dass der jeder mal ein bisschen durchdreht, weil er vielleicht auf einen größeren Short hier unten gehofft hat. Das ist also die 4 Stunden, gilt als relativ hoch und wird hier schon ein bisschen weicher. Und die Stunde sieht bei mir sogar ein bisschen schlechter aus. Auch hier angekratzt an die graue Linie, an den grauen Bereich. Und hier stehen wir kurz vor einem Verkaufssignal. Im Moment handeln wir bei 15.447. Ich traue dem Freund nicht, ich bleibe klein. Ich habe aber diese Scheine für euch jetzt rausgesucht. Und zwar sind das die gleichen wie am Freitag. Allerdings haben sich die Hebel halt dementsprechend geändert. Ich selbst, ich habe ein 16.000, ich meine, das ist 33, 23, 33, den habe ich. Da liege ich, glaube ich, jetzt 10 Punkte schief. Aber das würde ich mir nicht verzeihen, wenn ich in so einem Umfeld nicht wenigstens irgendeinen Put hätte. Ich glaube aber beim besten Willen nicht dran. Jetzt mache ich die mal weg hier, die habt ihr bestimmt über einen Screenshot gesichert. Ich glaube nicht, dass wenn wir, ich gehe mal zurück auf den Tag, wenn wir über dieses letzte C hier gehen, dass wir gleich danach von dieser Abwärtsbewegung in eine Aufwärtsbewegung gehen. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Gut, das war's soweit. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute und schaut euch das nochmal an mit den Filmen, ne, dass ihr dann irgendwo einen verpasst. Alles Gute, Baba!